So, dann geht's auch direkt weiter. Wir sind immer noch hier im Lager. Ich lasse euch hier echt nicht los. Ich versuche hier so wenig wie... Ich sollte nach weiteren Rebellenlagern Ausschau halten. Ja. Und verhindern, dass sie Ärger machen. Ich muss mehr über diese Söhne des Prometheus herausfinden. Damit sie den Rebellen nicht beim Mord an ihrem eigenen Volk helfen. Ganz zu schweigen von den Katern. Also Reinholz habe ich genug. Okay, verstehe. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, Aloy. Das verstehe ich durchaus. So, jetzt muss ich nur gucken. Mehr Rebellenlager. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht so ein Himmelsgleiterareal mal nehmen soll. Das wäre durchaus okay. Ich will jetzt erstmal dieses Lagerfeuer hier markieren. Hier war doch eben ein Vogel. Der hat gut gefressen. Weiß nicht, ob ich den da krieg. Wenn der da runter eiert. Aua! Cooler Move. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Keine Ahnung, was sie jetzt wollten. Ich meine, okay, theoretisch schon, aber... Himmelsgleiter, not bad. Ja, komm, lassen wir mal in Ruhe. Hallo, Fuchs! Ich hoffe, ich brauche die nicht mehr so häufig. Ich bin echt schade, hier Tiere zu killen. Machen wir schnell mal noch was Neues hier. Ich will zwar jetzt nicht sagen, das war dumm, aber... Blau war das jetzt auch nicht unbedingt. Aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Wir haben auch relativ viele Beeren hier. Also dementsprechend... Was ist eigentlich... Ah ja, 200, okay. Reinholz ist also... Ist okay. Ist in Ordnung. Diese ganzen Verderber, die sind natürlich jetzt alle mehr oder weniger hinfällig. Würde ich raten, es geht nicht, während eine Maschine nach mir sucht. Komm, ist egal. Gehe ich hier einfach mal weiter. Muss mal gucken, ob ich das... Warte mal, das muss ich doch bestimmt ausstellen können.
Klingt jetzt blöd, aber warum nicht? Schwierigkeit normal. Brotkrümel-Navigation entdecken. Okay, okay. HUD-Sichtbarkeit an. Kontextuelle, was? Informativ von mir aus. Aufheben, Animation. Machen wir aus, damit es schneller geht. Würde ich sagen. So, jetzt will ich mal das nächste Lagerfeuer entdecken. Hier, den Langhals. Den machen wir. Den machen wir. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Das stimmt, Aloy. Ich würde mir gerne so eine Brutstätte angucken, aber ich habe keine Ahnung. Habe ich dich getroffen? Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was die Der Speer ist echt für den Arsch. Was? Dickhornschaf. Das ist ein Steinbock. Aber ist okay. Obwohl Dickhornschafe, ja, kann hinkommen. Weiß man nicht, wie sie darauf gekommen sind. Ich hätte jetzt eher Steinbock oder so genommen. Würde nämlich auch in diese Umgebung passen. Langhals. Okay, One-Shot ist immer geil. Finde ich auch richtig genial. Wir haben natürlich wesentlich mehr AP. Voll in den Schlund. Voll in den Schlund, nein. Oh, leg's die nieder. Da bin ich sofort hin zu der Drecksau, aber war da schon tot. Entschuldigung. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen. Diesen Spruch, der lag mir auf der Zunge. Wo habe ich den mal gehört? Ich glaube, das war mal bei einer Dragon Ball Verarsche. Ich habe das Original nie irgendwo gesehen. Also Dragon Ball schon, aber da, wo der Spruch herkam. Sie brauchen eine Satellitenschüssel. Wenn ich darauf klettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Ja. Wenn aber nicht überall dieser... Gefällt mir nicht, dass der die Gegend hier abscannt. Noch nicht. Warum habe ich denn keinen Damage an dem? Ja. Ich habe so für die Aloy ist ein bisschen langsamer. Weißt du was? Komm. Ja, das kannst du vergessen.
Ja, man kann sie übertreiben. Ach so, da war ja was. Vergissest du Lappen. Ich kack dir in dein Nest, du Kackvogel. Ich will zwar nicht sagen, das war jetzt problematisch, aber... optimal war es jetzt auch nicht unbedingt. Wer hat mich jetzt gesehen? Volle Kanne in dein Arsch. Ja, ohne deine Hörner bist du so, bist du machtlos, hm? Wo ist denn noch einer? Hier muss ja noch irgendwo was liegen. Nehmen wir mal auf. So, wollen wir mal gucken. Wo haben wir dann was hier? Hier muss es doch irgendwo noch eine Maschine geben. Waschbär. Ich habe Herzklopfe. So in etwa. Entschuldigung. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Plünderer Schrott. Was ist das? Ein Stromgenerator? Mit einer Satellitenverschlossene Stromterminal. Um Medizinmobil mit heilenden Beeren aus deinem Inventar zu füllen. Ah, oh, okay. Hat man also nicht mehr so viel zu tun. Aber wie kann ich denn aus heilende Beeren aus meinem Inventar? Hä? Ah, ich kann 20 Beeren. Okay, 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 okay. Datenpunkt. Das große West-Array präsentiert die Blick in den Himmel-Ausstellung und in der sie mit unserem brandneuen Panorama-Holo. Erlebnis die Geschichte der Radioastronomie entdecken und einen Blick durch unsere hochmodernen Teleskope werfen können. Haben wir Menschen im Hubble und das Kepler. Aha, nice to know. Werbung, doch, komm schon. Besondere Attraktionen möchten Sie sehen, wie unsere Antennen sich bewegen? Pingen Sie unsere Besucherinformationszentren an, um Daten und Uhrzeit für dieses Event zu erhalten. November Sonderaktion. Wir machen uns bereit für die jährliche Sichtung des verlassenen Odyssey-Raumschiffs, das auch 2059 wieder in unserer Umlaufbahn über den großen West-Array zu sehen sein wird. Frühbucher erhalten als kleines Dankeschön eine gratis Holo-Skulptur, entworfen nach dem originalen Bauplan der Odyssey. Denken Sie mal dran, alle Implantate und digitalen Geräte auszuschalten, bevor Sie das Gelände benutzen. Ja. Mein iPhone-Implantat in meinem Augapfel ist ein bisschen schwierig auszuschalten. Das ist mit meiner Lebensenergie verknüpft. Nein, war ein Spaß. Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann. Das menschliche Herz als Energiegenerator zu benutzen. Eine Konsole. Dann kann ich nicht, aber... Tja, das war Mist. Roger hat sich gerade tierisch aufgeregt, weil er meine kleine Ergänzung im Protokoll der Schlüssel entdeckt hat. Ach, der Schlüssel. Mein Fehler, ich gefällt.
Wen interessiert's, was er denkt? Die Touristen fanden es toll. Jede Schüssel richtet sich aus, eine nach der anderen, und spielt ihr den zugeweisten Ton über den Alarmlautsprecher ab im perfekten Tempo. Musik ist letztendlich Mathematik. Wissenschaftlern, die die Erhabenheit der Tonleiter nicht zu schätzen wissen, sollte man meiner Meinung nach den Doktortitel entziehen. Wie auch immer, beginnen wir am Anfang. Ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich werde nach Do und Re sehen. Sie waren in letzter Zeit etwas schwerfällig. Vielleicht muss ich wieder ihre Ausgangsrotoren. Wenn ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden. Ja, die Frage ist jetzt eher. Ich muss das Ding irgendwie wieder anschalten. Der muss irgendwann einmal Energie erzeugt haben. Jetzt ist er tot. Sicher? Schlüssel 2059. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das Ding irgendwie bewegen. Die Frage ist, wie kann ich das? Vielleicht muss ich ja in die Schüssel rein. Ich finde das gerade so ein bisschen interessant. Kann ich das überhaupt schon machen? Ich muss das theoretisch ja drehen, um an den Langhals zu kommen. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen. Hier fehlt doch was. Da. Nein! Autsch. Aber wie kann ich das denn verbinden? Das ist verbunden. Nur das Riss des Kabels ist, habe ich ja auch gesehen. Das Kabel geht hier rein. Das ist damit verbunden. Ja, die Frage ist nur, wie kann ich den unten hier auffüllen? Das muss doch auch irgendwie funktionieren. Ich sehe aber halt sonst nichts, ne? Vogelfleisch. Genau, das werde ich jetzt da reinschieben und dann wird daraus Biotreibstoff entwickeln. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich will doch eigentlich nur an den... Lass mich raten, würde sich das bewegen? Ich kann das auch nur maximal drehen. Aber eigentlich will ich doch nur auf dem Langhals. Ich finde, die Langhälse hätten sie so sein lassen sollen wie im ersten Teil. Du bist durch den Dreck gefallen, ich kann man nicht mehr essen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ich weiß nicht, wie ich das drehen soll. Dann komme ich nämlich da hoch. Ja, ich weiß das schon. Frage ist nur, wie kann ich das aktivieren? Mit einer Sittenfell inaktiv. Ja. Ich habe also keine Energiezelle, um das sauber, um das voll zu machen. Gut, blöd gelaufen. Kann ich nichts ändern für. Ist jetzt so. So, unbekanntes Lagerfeuer. Nein. Ich will jetzt erstmal hier lang. Und dann will ich mir den Unterschlupf angucken. So. Tschüss, Fuchs. Hallo, Krähe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas von den Krähen jeweils brauche. Gut, ist jetzt blöd gelaufen. Ich weiß, ich habe so ein Ding.
Gehe ich hier lang? Ja, hier gehe ich richtig lang. Da will ich mir den Unterschlupf nochmal angucken. 12 Bären, die kämpfen, das ist okay. Die drei scheinen Probleme zu haben. Ach. Jetzt. Was ist denn los? Er hat gesessen. Hallo, ihr Wilden. Ich habe keine Ahnung, ob das Probleme gab. Kann ich mit euch sprechen? Ich habe euch immerhin geholfen. Oh, die Ernte ist unversehrt. Kann ich mit denen sprechen? Geht's allen gut? Du hast uns gerettet. Und noch wichtiger, die Ernte, die wir dabei haben. Die Utaru schulden dir was. Ach, Quatsch. Ich bin Dane. Und das ist eure ganze Ernte? Die rote Plage hat das meiste Getreide verdorren lassen. Das bisschen, was wir haben, mussten wir am Rand der Ebene sammeln. Das macht natürlich lange Wege. Das hier ist also Utaru-Gebiet? Genau. Unsere Stadt Rheinklang liegt gleich die Straße runter. Ich fürchte, du wirst dort nicht viele andere Fremde treffen. Meine Leute bleiben gerne unter sich. Aber wenn du Waffen oder Vorräte brauchst, werden einige von ihnen gern mit dir handeln. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dir gern danken. Danke. Das ist nicht nötig. Bitte, wer Freundlichkeit sät, erntet sie auch. Danke. Dane. Du solltest gehen. Sag den anderen, dass wir die Ernte haben und einen Heiler brauchen. Gut. Möge das Land in deinen Schritten erblühen. Danke für deinen Segen. Wenn du mal nach Rheinklang kommst, wir teilen die Mahlzeiten bei der nördlichen Schüssel. Dane ist dort einer der Köche. Er macht dir Rationen, die jeden Handel wert sind. Ich versuch mal vorbeizukommen. Super, super duper. Ja, nee, das lief doch eigentlich ganz gut. Hier haben wir auch das Lagerfeuer, was ich entdeckt habe. Okay. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt würde ich ganz gerne... Wo ist denn der Unterschlupf? Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Zum Ausruhen. Ein Platz zum Ausruhen. Das sieht doch ganz gut aus. Die Frage ist nur, was hat er mich denn da eben entdeckt gehabt? Oh, komm schon, wirklich. Naja. Werkbank. Okay, Waffen-Upgrades. Ja, Wollinge. Noch. Stachelwerfer. Wunderbar. Outfit-Upgrades. Was können wir denn upgraden? Das da. Wunderbar. Super duper. So, kann ich noch irgendwas verbessern? Munitionsherstellung. Ja, nee, das brauche ich jetzt. Ja, komm, weißt du was?
Was war Hammer? So. Beutel-Upgrades. Nicht genug Ressourcen. Waschbärhaut, Jägerpfeil, Stolperdraht interessiert mich nicht. Stachelholz da. Ja, eigentlich. Kaninchen und Nebelschwein. Nabelschwein. Lol. Okay, okay, okay. Hinsetzen, Zeit vergehen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Mach ich mal alles voll. Sieht eigentlich ganz gut aus. Eine Schnellspeicherung. Wir sind schon 25 Minuten dabei. Wir müssen nicht immer alle Parts so lange machen. Das finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich würde gern den hier... Was ist denn das? Was ist jetzt? Okay, das sieht schon ziemlich geil aus. So von oben her. Versorge die Konsole mit Strom. Ja, wie? Bitteschön. Jägerin Bedarf. Lagerfeuer. Unbekanntes Lagerfeuer. Sprungschlägerareal. Ich würde sagen, ich könnte mal gucken, ob ich hier lang gehe. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen was entdecken. Da kann ich auch hinreisen? Da war ich schon? Okay. Okay, wie fortfahren. Ich bin so echt überrascht von dieser Schnelligkeit des Ladens. Steinhall. Hallo. Sei gegrüßt. Pass auf dich auf, Fremde. Kehr um, Fremde. Steinhall ist nur für Utaru. Da komme ich wohl nicht rein. Ach so, da war ja was. Ich muss hier durch. Oder? Ah, ich kann auch hier lang gehen. Den muss ich mich jetzt nicht zwingend anlegen. Einer dieser Panzer. Okay. Laufe ich denn überhaupt richtig? Ja, laufe ich. Das ist doch schon mal super. Hier habe ich doch auch schon mal. Nur nichts Verdächtiges machen. Wo? Wo ist denn was? Eine Maschine? Was macht die in einem Außenposten? Unbekannt. Ist da oben irgendwas Unbekanntes? Dann gucke ich doch mal nach. Ich bin anscheinend bei der Funkwarte, die meinen Fokus entdeckt hat. Volle Kanne in den Arsch. So, was hat denn der Fokus hier entdeckt? Aha. Grünglanzsplitter. Was haben wir da unten? Bin ich nicht nah genug. Die Tür. Ich sollte sie aufstemmen können. Super. Machen wir die Tür mal auf, gucken, was da drin ist. Dann würde ich sagen, fickt's für heute. Was haben wir hier? Hier ist Flugzeug 95 Yankee. Wir wechseln zur neuen Position und werden... Da unten! Im Meer! Kann nicht sein. Laut Prognosen sind sie 200 Meilen entfernt. Aber jetzt sind sie hier! Schnell, bring uns in die Nähe. Wir müssen... Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Und haben den Preis dafür bezahlt. Sie wollten überleben. Als Pharaohs Maschinen alles Leben vernichteten. All diese Leute starben. Wegen eines Egos. Schlimm, ne? Wegen eines Egos. Da sendet noch eine Funkwacke auf derselben Frequenz. Was? Funkwacke auf derselben Frequenz? Dort. Will zwar jetzt nichts sagen, aber...
Geht abwärts, Mädchen, oder? Nützlich, um Farben herzustellen. Ja. Rebellen, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht wo? Geht der Rest dann weg. Da. Also theoretisch stimmt das vielleicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da zu viel Spaß dabei. Entschuldige, Fuchs. Ein guter Zeitpunkt für Schockmunition. Oha. Da ist ein Donnerkiefer. Oh, mir juckt's. Leute, mir juckt's so derbe in den Fingern. Mir juckte so brutal brachial in den Fingern. Ernsthaft. Schon gemein. Ich brauche dringend mehr Pfeile. Ich habe die PlayStation 5 nur gekauft, damit ich mit 60 FPS das Spiel spielen kann. Alles andere war nicht nötig. Das ist so ein bisschen das Traurige. Komm, ich zieh. Alter, ich hab den in den Sack geschossen, mein Freund. Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Alter, voll in your face. FaceTime, bitch! So, was haben wir denn noch hier? Da oben ist auch noch was. Keine Ahnung, was das ist. So. Was haben wir dann hier? Ich will es zwar jetzt nicht sagen, aber viel ist es nett. Na, Süße. Ich will zwar jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ist da ein Loch. Irgendeine Spur? Komm raus, wo du bist, ich sehe dich. Einen Pfeil hab ich für dich. Den schieße ich dir auch ins Gesicht. Alter, wie konnte ich den da jetzt krass treffen? Komm raus, kleiner Mann, wo bist denn du? Ich schieß dir was auch in die...
So, wunderbar. Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überbrückungsmodule. Ich habe irgendwo einen Schlüssel, also dementsprechend sollte ich eigentlich... Verderber. Wurden nach Ersatzteilen ausgeschlachtet. Geplünderte Maschinenteile, sicher für Waffen und Rüstungen. Klar. Das stell ich ein. Das sollte sicher sein. Wunderbar. Gehen wir mal da hoch und gucken wir mal. Auf dem Turm ist eine Wache. Ich muss sie ausschalten, bevor ich entdeckt werde. Auf welchem Turm ist eine Wache? Hier ist, Mädchen, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Ich merke und sehe hier nichts. Eine verschlossene Truhe. Zum Glück habe ich einen Schlüssel. Das stimmt. Gucken wir, was wir hier hinkriegen. Ich meine, wir können es auch aufstemmen. Sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Hier hat dann noch irgendwas geblinkt. Ja gut, die haben sie komplett ausgeplündert. Da gibt's nichts mehr. Ich sehe aber hier... Ich weiß nicht, warum die eben etwas erzählt hat. Abgeschlossen. Super. Dann ein Kiefer. Ja... Ja. Auf der anderen Seite. Was ist das? Nicht identifizierbares Signal. Wird doch keine Unterwasserhöhle sein oder so. Die nehme ich mal mit. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Ja. Das sehe ich genauso, Mädchen. Okay, das macht Riesenspaß. Das haben sie, also, man muss ja auch loben, ne? Dass, wenn man das Aufheben halt abgeschaltet hat, dann geht das schön schnell. Das muss man einfach loben. Weiß wir nicht, wie du das da jetzt hingekriegt hast, aber... Okay, das sieht schon ziemlich geil aus. Jetzt bei knapp... Seine Koordinaten scheinen zu diesem Wrack zu passen. Oh, okay. Eigentlich wollte ich da noch nicht hin. Eigentlich hat es mir hier so ein bisschen den Fingern gejuckt. Unbekanntes Breitschlund. Was ist denn ein Breitschlund? Was haben wir hier? Blockierter Weg, fehlendes Werkzeug benötigt. Ja, das ist klar. Das ist klar. Hier ist es mir ein bisschen zu klein. Was gibt's denn hier alles noch? Wow. Ist das größer? Ist das größer als das hier? Als Zero Dawn? Er hat es auf noch einem Titan installiert? Möglich. Jetzt will ich erstmal gucken, was es da hinten noch gibt. Jetzt mal gucken, ob ich alles habe, was ich brauche. Ja, habe ich. Wunderbar. Die Frage ist jetzt nur... Donnerkiefer zu erlegen, ist immer eine Herausforderung.
Sorry Leute, aber den Kampf nehmen wir noch mit. Ich will nichts sagen, aber... Aua, bo, aua. Warte mal. Alter, Eismaschine. Nee, das kannst du so vergessen. Irgendwie haben sie die Donnerkiefer ein bisschen übel gemacht. Nee, das... Maschinenteile. Die Rebellen müssen sie für Ausrüstung nutzen. Das kannst du vergessen, Leute. Bei aller Liebe. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ernsthaft. Ernsthaft. Jo, nee. Ich würde sagen, schick für heute. Zwei Videos, 1,5 Stunden für einen Sonntag ist das durchaus okay. Kann man mal machen. Vor allem sind wir ja, da ich ja alle 2 Tage produziere, sollte ich eigentlich, muss ich mal gucken, ob ich die Woche 3 machen muss oder 2. Aber eigentlich bin ich ganz glücklich. Also von daher, Leute, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht krieg ich sie. Yeah. Bringt ja sowieso nichts, weil sowieso in 2 Sekunden wieder eine da ist. Irgendwo liegt irgendwas. Unfucking fassbar. Hier, macht's gut, Leute. Ciao mit V. Tschüss.